Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler. Ich da bin Fascho. Zu den grauen Panzern gewechselt. Wieder liberal, nee, sind die so wie immer. Spirituellen genau. Oder sowas, ne? Was ist wurde leider ausgestoßen. Was ist die lilane Partei, die Spirituellen oder sowas, nein, oder? Die pinken Panther. Nee, das nicht die pinken Panther, die pinken Panther. Genau, deswegen bin ich lila. Als Farbe lila. Ich die pinken Panther bin. Das ist die Farbe der PKP. Ich glaube, das sind echt die Spirituellen. Wie immer alle... Gleich dabei. Stopp. Der muss halt klären. Wie immer alle dabei und in der Videobeschreibung steht wieder unten, was jede Rolle ist und ich klatsche jetzt. Dafür wirst du bestimmt geflamed werden. Ist mir egal. Manche Leute sich die Videobeschreibung so durchlesen, sagen die, nein, das muss im Video eingeblendet werden, weil wenn das in der Videobeschreibung steht, kann ich das aus Versehen lesen. Weißt du jetzt schon, wer welche Rolle ist? Muss ja Fascho sein. Witzig. Können wir mal anfangen? Wie, mit der letzten Folge. Jetzt können wir anfangen. Am Anfang des Spiels sind schon die ersten Hinweise. Bitte nicht orange. Ich hab da genau bitte zugehört. Bitte nicht orange. Boah. Oh, braun. Braun. Kacke. Ja, Christian, was sind denn die Hinweise? Weil ich weiß es tatsächlich nicht. Dann kannst du vielleicht mit uns teilen. Christian, bist du ein brauner Liberalist oder ein brauner Faschist? Christian hat gefragt, wer seine Kollegen sind. Hat er wirklich? Ja. War der Hinweis. Was? Nein. Ich bin Christian, was waren die Hinweise am Anfang? Teil sie mit uns. Nein, mit dir kann ich die nicht teilen, weil du einen gegeben hast. Ja, den habe ich auch gehört, Peter. Den habe ich auch gehört. Ja. Den habe ich auch gehört. Ich hab du bist raus. Peter, wenn wir uns geirrt haben sollten, du bist doch liberal, dann spiel jetzt einfach nur noch mit, ja? Ich bin liberal. Mhm. Ja, dann, wenn du liberal bist, dann spiel doch einfach liberal und spiel mit. Also ich das haben wir doch am Anfang sagen, gesagt, Peter, alles wie immer, Bram. Ich bin liberal und Dalu ist Fascho. Gehen wir jetzt gegen oder mit dem Uhrzeiger? So wie du möchtest. Gegen oder? Wähle, was du willst. Wähle weise. Ich finde den ersten Move immer ganz geil, nicht dabei zu sein, weil da kann man irgendwie nur verkacken. Ja, das ist halt echt so. So wie letzte Folge mit Talo, die Arme. Wenn drei Rote kommen, bist du direkt gefickt, ey. Deswegen so viel Spaß dabei. Kein Leben. Danke, Mann. Finde ich okay. Ja, wenn ihr beide jetzt drei Rote habt, dann beschuldige ich euch beide. Ja, genau. Nein, ich war nur der erste Schuld. Mikkel stand nie zu dagegen. Ich hatte gesagt, bin ich dafür und hab die Nein-Karte gelegt. Ja. So dumm kann doch keiner sein, da kann doch nicht zweimal in sechs Zügen passieren. Mann, ich bin halt nein. Hier spirituellen, ja. Nein heißt ja und ja heißt nein. Ja. Kannst du wie die Leute in Polen machen, die schütteln den Kopf, sagen tak tak und dann heißt ja. Atomkraft, ja. Nein, tak, nein. Tak. Ja, genau, das heißt eigentlich Atomkraft, ja, ja. Rote okay, Karte, da nein. Da wird jetzt aber nein. Auch schon wieder super lang überlegt. Aber es ist aber auch echt schwer, welche Story man sich einfallen lässt, dafür, dass man jetzt eine Rote legt. Ich kann immer noch die Aufnahmerolle sagen. Besagen. Ja, aber er hat so lange überlegt, da muss ja eine blaue bei sein. Ja, alles cool. Warum hast du überlegt, Christian? Ich habe überlegt, ob ich dich dazu force, eine blaue zu legen, weil ich hatte zwei blaue und eine rote. Oh. Okay, ich hatte die aber hast du ihn nicht geforst? Gemacht, ich habe ihm eine rote und eine blaue gegeben. Okay. Ja, Miguel, kannst du jetzt eine problemlos weg, eine rote legen. Okay. Ohne, dass er dir mal auffallen wird. Kannst du sagen, nur da war ich hab leider drei rote gegeben. Keine andere Waage. Würde das. Würde sowas, was Christian. Ich will nicht. Geh weg! Ich will nicht weg! Ich will auch gehen. Vor allem in der Kapstisliste. Ey! Präsident. Und ich bin übersprungen, oder was? Ja, ja komm, Peter lieber reinreißen. Ja, ja nein. Für. Nein, Peter will nicht mitgerissen werden. Ich würde nicht, ich würde übersprungen. Peter will. Sehr gut, Peter. Also du willst nicht, Peter? Doch, nein! Peter will. Ich will nicht. Komm, Peter will. Peter macht das. Jawohl, Peter jawohl, will. Jawohl, oh, Mann! Peter da. So, komm, Peter. Also ich hoffe jetzt, dass du eine blaue legst, ja, aber wenn nicht, dann freue ich mich, dass du reingeritten worden bist und nicht ich. Leg dir mal eine richtig dicke Augenbraue. Da kommt jetzt noch eine blaue und Bram kriegt gleich die drei roten. Das ist schön. Nee, vor allen Dingen hat Christian ja schon zwei blaue gehabt, ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch neue blaue gezogen werden, ist noch viel höher. Sehr sicher. Also, Oh, jetzt schon roten Rahmen, hast du gesehen? Das ging schnell. Boah, Pelé sieht schon sehr faschistisch aus. Peter, musst du länger überlegen. Nee, ja. Muss er gar nicht. Ist schon safe. Scheiß Mikkel, ey. Jawoll, erstmal. Alles klar. Ich hatte aber auch keine Wahl. Ey, was soll das? Wieso nimmst du das da weg? Ja, ich nehm das alte, das falsche weg. Also Peter und Mikkel sind du kleiner Fascho. Fuck you! Ich hatte keine Wahl, es tut mir leid, Peter. Aber was man halt sagen kann ist, ganz ehrlich, wenn einer von euch jetzt liberal sein sollte, dann sollte der zumindest mitspielen. Wie mitspielen? Mitspielen ist immer ganz cool, wenn man bei der Aufnahme dabei ist. Hä? Ist ein guter Tipp, Bram. Nein, auch für die Liberalen meine ich, also jetzt so, nicht so
trotzmäßig sein, so, weißt du, ja, jetzt bin ich, spiele ich mal Scheiße. So, was mache ich denn jetzt? Ich will ja Jay nicht wählen. Ja. Immer mit Warum? Ich freue mich jetzt schon gleich auf Brams Satz. Ich will nicht, dass Jay der Präsident sein wird, denn der weiß ich nicht, was der ist, und dann ist der bestimmt Fascho. Okay, was auch weiß ein Spiel ist, ja, und es so witzig sein wird. Jetzt kommen 7-9s. Nee, ein 6-6, nein, also ich glaube, ja, das berechnet war. Ich will was zu lachen haben. Ich finde, Jay hat seine Chance verdient. Das war noch auch. Das sehe ich allerdings also auch so. Das sehe ich auch so, aber ich glaube, dass das jetzt zwei Rote waren, die sich da zusammengetan haben. Alle sind dafür, das bitte. Wird auf jeden Fall. Fuck. Das hier ist der Stabe, ja? Bitte, Dalu. Als ob du am Anfang eine Liberalkarte gezogen hast. Ich bin glücklich, ich bin Kanzler. Wie steht da eigentlich die Karte? Oh, das ging schnell. Ey! Sehr gut. Hä? Hat abgesnackt. Entwittert! Ist das egal? Richtig geiler Klau. Ist egal gewesen. Sind eh alles drei rote. Ne, waren drei blaue. Ja? Oh. Was ein Zufall. Es waren drei rote. Was ist egal gewesen, welche ich ihm da gegeben habe. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Check Mikkel! Möchtest du checken? Soll ich Mikkel checken? Warum? Aber Peter hat das schon wieder reingekommen. Warum checkst du nicht Peter? Peter ruft immer gleich als Erster Letztes Mal habe ich dafür gesorgt, dass die Bösen echt am Arsch waren. Ja, aber vielleicht machst du den Zug ja jetzt nochmal. Ja, aber guck mal, jetzt ist ja genau dasselbe wie gerade. Und wir hatten ja jetzt zweimal hintereinander drei Rote, ja? Aber diesmal kann ich ja gucken, ob Mikkel da gelogen hat. Ja, richtig! Mikkel, ich hätte gern deine Karte. Stimmt, Peter möchte nur seinen Namen reinwaschen. Mikkel ist Fascho, Leute. Ja, sag ich ja! Als ob, Alter. Als ob, Dalu. Das sieht nicht gut Fick für dich den. Aus. Wieso kommt das Alter, so langsam? Ich dachte, wenn die Leute so einen Fascho raushauen, dann ist so, Alter, der ist Fascho. Ja, aber ist es dann nicht genau Ey, das so? Ist, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf die Runde. Das ist mir schon wieder abgefuckt hier. Irgendwas hier gemacht, was ich nicht verstehe. Warte, machst du alles falsch, gut. Genau, du drehst die Karte direkt um und rufst Fascho. Klingt das genauso kacke. Mal ganz kurze Frage. In welcher Situation lohnt es sich, jemanden als Fascho zu blamen, wenn er nicht ist? Um Peter zu safen, weil Peter vielleicht Hitler sein könnte. Aber was hab ich aber mit Peter dieser ganzen Konstellation zu weil tun? Du genau. Du wolltest von Mikkel reingezogen worden. Ja, aber was heißt reingezogen? Stich? Ich habe zwei rote bekommen. Ja, das hat Mikkel ja von Anfang an so schon gesagt. Wäre, könntest ja, genau. du die ganze Zeit sagen, du bist aber safe, du bist ja liberal. Hey, ja, aber warum sind jetzt drei Leute Fascho sind, oder was? Was? Nein, aber wenn Peter im Endeffekt zwei Rote zugeschoben kommt, genau, einem, konnte er ja nichts dafür. Von einem bestätigten Fascho, dann konnte er ja noch weniger dafür, als wenn er die von einem wahrscheinlich Liberalen bekommt. Du hast immer so eine negative bekommt. Konnotation, genau, die da unterschwellig so mitfließt. Ich werde jetzt einfach liberal spielen. Okay, und deswegen geht Dalu jetzt in den Krieg. Um aber eine negative Konnotation. Christian, aber Christian, das heißt Mikkel ist trotzdem Fascho, korrekt? Das ist nicht eine Falschaussage. In eurer Welt ist Mikkel dann trotzdem Fascho. Wär's auch, der andere Fascho? Auch wenn Peter versucht hat, seinen Namen reinzuwaschen, ist Mikkel auf jeden Fall Fascho. Das sehe ich richtig, ja? Ja, warte mal kurz, aber es gibt ja noch es gibt theoretisch noch die Möglichkeit, dass Dalu natürlich Fascho ist und Mikkel liberal. Und Dalu das. Warum sollte der das dann machen? Warum sollte ich ihn dann nicht als liberal konfirmieren? Peter und Dalu richtig. Einfach. Ja, um mich vielleicht in die Scheiße zu reiten. Genau, warum willst du ja, aber du willst konfirmen. Doch die Liberalen auf deine Seite ziehen, damit du eine Mehrheit hast. Vier Leute gegen drei. So hast du ja nur drei Leute gegen vier. Aber macht es denn Sinn, dass Dalu Fascho ist und Mikkel auch und dann als, dann Mikkel als Fascho confirmed wird? Ja, macht genau, dann Sinn? Würde der denn als dann Nein. hätte ich ihn als Liberalen geconfirmed. Ja, oder also, keine Ahnung. Leute, also deswegen ist Mikkel Fascho, gut. Ich muss mal kurz eine 100%ige Sache machen, ja. Ich frage jetzt mal kurz mein Orakel. Ob Mikkel, ob Dalu gelogen hat. Die Frage ist Orakel sagt ja. Ob Peter das gemacht hat, um sich selbst Mikkel reinzuwaschen oder weil der Mikkel direkt gecatcht hat. Nicht Peter, Dalu. Nein. Du Kann hast direkt Mikkel gesagt. Ach so. Und die Frage ist, ob du das gemacht hast, damit Mikkel, also weil du weißt, dass du Fascho bist und damit deinen Namen reinwaschen willst, oder ob du das gemacht hast, weil du dachtest, boah, der Alter, der ist so rot, ja. Können wir von diesem Reinwaschen weggehen? Dadurch wird doch mein Name nicht reingewaschen, denn mein Name war nie beschmutzt. Ich möchte euch einfach nur meine Rote gelegt. Ja, genauso wie ich beschmutzt wurde. Darf ich euch wenigstens meinen Gedankengang kurz... Genauso beschmutzt wie meiner.
Ich fühle mich auch gerade beschmutzt. Ich habe einfach drei rote gezogen. Davor waren auch drei rote. Und da habe ich halt lieber Mikkel konfirmt, weil er der an den anderen halt schuld gewesen ist. Aus deiner und Sicht ist das ja alles. Ich habe doch eigentlich nur, ich hab doch nur einen super simplen Move gemacht und gar nicht so einen durchdachten Fünf-Ecken-Move. Ich habe Für mich ist das alles super verständlich. Aus unserer Sicht halt nicht so. Nee, finde ich, aber ich finde das tatsächlich auch super verständlich. Mikkel ist das einfachste Opfer, was du halt blamen kannst, Fascho zu sein. Das habe ich auch immer gehört. Nein, weil Mikkel. Nur weil er halt schon von Gesinnung her Fascho ist. Nee, weil Mikkel sich nie wörtlich so viel meldet und wehrt. Der sagt dann vielleicht zwar, hey, bin ich nicht, aber der shootet dann nicht die ganze Zeit gegen Dalos. Wenn er jetzt Jay genommen hätte, dann wird Jay ja völlig ausrasten. Ich glaube, selbst der andere Fascho, der gerade versucht, Mikkel reinzuwaschen. Ich glaube auch. Ich bin der Meinung, Dalu ist liberal und hatte Pech mit den drei Roten. Und Mikkel ist Fascho. Das ist ich glaube, Dalu da. Diesmal. Ja, das Mikkel Fascho ist, glaube ich, dem auch. Wobei ja, die Wahrscheinlichkeit halt eigentlich nur bei 2% ist, dass Dalu wirklich eine blaue Karte hat am Anfang, eine Liberale gezogen hat. Ja, was bei den Folgen her. Aber wenn ich das dann richtig sehe, dann hört jetzt niemand weiter gegen mich Christian oder Sepp will, wa? Christian ist für mich hundertprozentig liberal, Sepp weiß ich nicht, weil er gerade Mikkel ein bisschen verteidigt hat. Also mich wäre, ich fände Christian gesagt, besser. Ich dass Mikkel im anderen Team ist wie Dalu und Peter, denke ich. Ja, denn Peter, denn du weißt du, was, weißt du, was mich halt, beweisen jetzt. Weißt das du, was, verstehe ich nicht, weißt weil du, was ich jetzt hier gemacht habe, was mich schon wieder so gar nicht. Nein, komisch was, genau dasselbe wie ich. Selbstgedankengang kann ich verstehen, dass er denkt, dass du und ich vielleicht Fascho sind und du mir zugerufen hast. Nein, nicht mal Fascho, ihr seid nur im Team. Aber weswegen Christian für mich hundertprozentig also, liberal ist, ist von der ersten Runde, wo er gesagt hat, ich habe zwei blaue gezogen, habe eine weggeworfen. Das würde kein Fascho machen. Der würde einfach sagen, okay, ich habe eine blaue bekommen zur Wahl. Aber es würde niemals ein Fascho sagen, ich habe zwei blaue weggeschmissen. Das wird doch eigentlich ein. Schon. Das leuchtet für mich. Schon. Für mich doch. Ist das. Christian, weißt du, wann? Ein Fascho sollte das eigentlich sogar immer machen, nee. Um Hitler und dem anderen Fascho die Möglichkeit zu geben, auch drei rote zu spielen, damit man sagen kann, oh, guck mal, ich habe halt. Genau, die ist schon weg. Und Bram hat das genau, Gameplay, in der Bram. Letzten Runde hat Bram das doch auch gemacht und er genau. War Fascho. Er hat doch genau denselben Move gemacht. Genau, ich hab eine blaue gehabt. Ich hab eine blaue gehabt und hab gesagt, ich hab zwei blaue weggeschmissen. Da könnt ihr reden, wie ihr wollt. Dann ist für mich durch. Für mich ist Christian liberal und Dalu, glaube ich, auch. Aber ich würde Christian trotzdem wählen. Ja, ich sehe Christian immer noch da eher als in dem Fall gerade selbst, aber nur von dem, was gesagt wurde, nicht von dem, was gespielt wurde. Gehe ich halt auf 99,8% runter. Ja, sei da zufrieden. Ja. Ach, Blick jetzt schon gar nichts mehr. Bram hat noch gar nichts gelegt, richtig? Mikkel, du kannst uns korrekt. Jetzt, um dein Gewissen reinzuwaschen, sagen, wer deine Kollegen sind. Ja, okay, dann die vertraue ich mal. Unter meiner Hand. Ah, Christian fehlt noch, Entschuldigung. Oh shit, ja, ich stimme für ja, natürlich. Alle stimmen für ja. Okay. Mikkel, so. Schon wieder scheiße. Das ist schon wieder kacke. Bitte? Meintest du damit unterbewusst, dass Moment. Einer von den beiden dein Kumpase ist? Ja. Vielleicht. Okay. Also für mich ist Peter 100% liberal. Ja, aus deiner Sicht auch verstehe ich das. Ja, weil der Grund, weil jetzt nochmal auch der andere Satz, er hat mir zugerufen, ich soll Mikkel confirm. Das würde er ja nicht machen, wenn beide Fascho sind. Das, nee, das wäre richtig mies. Deshalb meine ich ja, ihr seid beide im gleichen Team. Nicer, nicer, ja, deswegen ist es auch okay für mich, dass Peter drankommt, aber vielleicht ist er, aber Hitler könnte der halt noch irgendwie sein und also würde er dann sagen, confirm Mikkel, mach ihn. Komm, confirm den Fascho. Wenn ich Hitler wäre, das wäre mega dumm. Haben wir irgendeine also die, Vermutung? Die Konstellation, in der das halt funktioniert ist, Dalu ist halt Fascho und Peter ist halt Hitler und Mikkel ist halt liberal. Also was? Da glaube ich zwar nicht dran, aber das wäre die Konstellation, in der euer Move auch Sinn ergeben hätte auf Fascho-Seite. Okay, aber dein gesunder Menschenverstand sagt eigentlich, nicht. Dass wir liberal sind. Ja, bei Dalu bin ich mir nie so sicher, weißt du, weil der ist halt Dalu. Aber haben wir denn überhaupt eine Vermutung? Dennis, hattest du auch eine rote weggeschmissen? Ja, ne? Ich habe eine rote weggeschmissen und dir die Wahl gelassen. Ja, genau, dann logischerweise. Ich habe eine rote weggemacht. Das heißt, wenn meine blaue noch in dem Achterstapel ist auf dem Ablage, dann müssten da jetzt noch vier nee, drei blaue sind doch da noch. Bei drei. Nee. Ja, genau, du hast drei abgelegt. Ja. Ja, du hast recht. Drei bei vier. Nein, wir sollten schon davon ausgehen, dass Mikkel nicht drei rote gezogen hat. Saved. Also ja, safe. Genau. Aber ich gehe davon aus, dass keiner gelogen hat. Peter, wenn du mit zwei rote ziehst, flame ich dich. Können wir noch mal kurz darüber reden? Haben wir schon irgendeine Vermutung, wer ein anderer Fascho sein könnte? Ja, im Zweifel schon. Nein. Peter, haben wir nicht, Peter, oder? Das ist scheiße. Also wähl bitte nicht mich.
Ja, das ist nämlich blöd. Ich überlege gerade, alle denken, wir sind in einer Gruppe, deswegen dann wähl lieber unter euch. Ah, ne, Bram kann ich nicht wählen, scheiße. Nee. Depp und Jay kannst du wählen. Ich kann nur sagen, ich bin liberal. Aber das musst du mir halt glauben oder halt nicht. Okay, Jay ist Hitler. Ich bin eh der Präsident, ne? Das heißt, da müsste sich jemand mit mir anlegen, wenn er einfach, wenn ich die Wahl lasse, was genau. anderes legt, wa? Deshalb bist du eigentlich du eher auf der Seite. Gegen wen schreie ich denn lieber? Boah, gegen beide nicht so gerne. Gegen Micke. Peter, im Zweifel musst du gar nicht schreien. Wobei, der ist schon Fascho, der legt dir eine rote und sagt einfach, ich war doch Fascho selber schuld. Ich bin ja, kein Fascho. Nicht Micke und so, ja, muss ich auch mal Brote gelegt. Meine Güte. Was willst du tun? Also wenn deine Absicht ist, eine blaue zu legen, dann einige dich lieber mit mir. Wenn du lieber eine rote legen möchtest, dann schrei dich lieber mit Jay an. Also glaubst du, Jay ist Fascho? Also ihr beide traut euch falls nicht. Falls du... Aber, Sepp, ich habe eine kurze Frage. Rote ziehen. Wer ist denn deiner Meinung nach die Faschos, außer Micke? Ich habe keine Ahnung, wer die Faschos sind. Ich weiß ja, das nur, Problem dass Peter und Dalu in einem Team sind und Mikkel ist in dem anderen Team. Deswegen sag ich ja, Peter soll mich nicht wählen. Nicht. Selbst wenn ich Jay jetzt einfach den Fascho zuschmeiße, wüsste ich nicht mal, wer der Dritte sein sollte. Das mehr ist muss ich gerade auch gar nicht wissen, weil bisher das ganz gut aussieht, noch für die Liberalen. Na, das ist aber gefährlich, wenn zwei Leute sneaky unterwegs sind, das kann noch viel passieren. Ja, deshalb wird ja jetzt Leute. Sich entscheiden vielleicht, Peter. Je nachdem, sagt der Peter mit einem verschmitzten Grinsen. Je nachdem, was du willst, Peter. Vor allem mit dem Ton drauf sneaky so, jawohl, er hat Mikkel erwischt und mich nicht. Je nachdem, was wir es tun. Also ich würde ja Mikkel nehmen. Dalu halt vielleicht liberal. Ja, aber ich will nicht, dass er der mich hält wählt, sich voll zurück weil die ganze ihr Zeit. Ja ich denkt, will, dass ich wir in einer Gruppe sind. Weil ja, Jay ist Hitler, wenn der sich die ganze Zeit zurückhält. Hitler. Oh, ernsthaft? Da kann das ich ja jetzt, selbst wenn ich Hitler wäre, jetzt cool. kann ich jetzt immer noch gewählt werden ja. und alles ist cool. Da stimme ich dir zu, das ist cool. Lol, jetzt habe ich hier irgendwas? Nee, doch nicht. Wir müssen einfach so gucken, was Mikkel so wählt. Okay. Ich lege eh die ganze Zeit ja. Also schön, dass ich voll zurück. Ja, aber doch keine Vermutung. Selbst wenn Peter jetzt ein Präsi oder so hat, außer dass Christian okay. für mich halt relativ safe ist. Ich bin da schon. Okay, wir sind alle Fascho. Sind wieder alle dafür. Ja, ist auf jeden Fall Fascho dabei. Ja, safe. Lang überlegen. Doch, lang überlegen? Nein, nicht lang überlegen. Was ist denn jetzt gut? Nicht lange überleben und blau abgeben. Eine blaue dabei. Ja, genau, das meine ich. Nicht lange überleben und blau abgeben. Moment, gib mir die Karten. Ja, stimmt. Ich frage mich gerade, ob das hier als Kitzler funktionieren würde. Was? Alter, ihr habt jetzt Test aus. Bei welchem Thema? Hast du immer gerade auf dem Schoß, oder? Ja, ich habe ja diesen Finger, weißt du, diesen Finger, der hier. Und ich habe gerade schon mich mit der Figur vergnügt. Frage mich, das ist so falsch. Hast du? Jawohl, nein. Doch. Peter hat mir die Wahl gelassen. Ich habe zwei blaue gegeben. Genau, ich hab ihm quasi gezwungen. Moment, du hast zwei blaue gezogen? Yep. Ja, ich habe zwei blaue gezogen. Aber du hast ihn aber nicht geforst, ne? Also du hast ihn doch, ich habe ihn geforst. Ach so. Ja, er hat mich geforst. Das schwer damit ist Peter also für mich durch. Peter ist liberal. Ja. Peter ist safe. Damit liberal. Wissen wir nicht, was Jay oder Hitler. Nee, aber wir wissen schon mal, Peter liberaler ist ja, oder Hitler. Oder Hitler. Sonst. Dann darf man nie aus dem Ordner. Also ich glaube da auch nicht dran, aber man darf da trotzdem nie aus dem Ordner. Nehmen wir mal an, er wäre Hitler, dann kannst du doch, wenn er einen Fascho dann nimmt, kann er dem doch auch in die Wahl lassen, der spielt doch dann für ihn. Dann wird er sich doch opfern. Also ich kann euch sagen, ich als Hitler würde, glaube ich, niemals irgendjemanden versuchen, direkt am Anfang irgendwo runterzuwerfen. So, confirm den. Das wäre doch als Hitler viel zu gefährlich. Allein, dass du dich jetzt rechtfertigst, Peter, macht dann wieder kaputt. Peter ist safe liberal. Das finde ich gut argumentiert von Sepp. Hä? Okay, jetzt noch mehr. Jetzt ist Nickel auf jeden Fall. Ich sage einfach gar nichts mehr. Es ist besser als das. Sitzt einfach Oskar da hinten. Ja, er wäre wahrscheinlich sogar besser als ich. Also aus meiner Sicht kann ich nur Peter, Dalu oder Christian wählen. Christian. Was? Peter, Dalu. Nee, Peter kann ich nicht wählen. Nee, warum, kannst du Sepp oder mich nicht wählen? Weil ihr Faschos seid, laut meiner Sicht. Oh, das sind jetzt hier neue Infos, die hier ins Spiel kommen. Warum bin ich mir da nicht so sicher? Bei Sepp habe ich auch schon so kurz den Gedanken Jay, gehabt. Wenn du der Meinung bist, dass du durchziehen willst, dann nimm Christian. Dann müssen wir nämlich danach Nein wählen, damit Christian dann mich wählen kann, weil sonst geht es nicht auf. Wenn du mich jetzt wählst, kann Christian keinen wählen. Ja doch, mich kann er dann wählen. Okay, wird oder auch so mich. Gehen. Oder Mikkel. Ja. Nee, Mikkel nicht. Nee, ganz. Vergesst nicht den guten alten Mikkel, bitte. Ja, ich habe bei einer einzigen Karte mitgespielt, da war eine blaue, ja. Möchte ich mal ganz kurz sagen. Und ich
bin nicht Fascho. Da kann ich nicht, da kann ich nichts für. Pass auf, was weswegen ich so denke, ja? Ich kann ja sagen, ich bin liberal, ja? Logisch, musst du mir ja glauben oder nicht. Ja. Christian hat halt am Anfang diesen Move gemacht, den ich ja vorhin erklärt habe. Peter hat mir gerade zwei blaue gegeben, wo eigentlich auch hätte mir die Wahl lassen können und so weiter. Und Dalu glaube ich halt wegen dem Confirm, weil alles andere wäre kein Sinn. Deswegen ist für mich, aus meiner Sicht, das komplett klar. Oder ich bin Fascho und ich erlaber kompletten Bullshit. Das Peter kann auch sagen. Das größte Pech aber deswegen halt meine Wahl ganz klar Christian. Weil er für mich halt relativ. Ich ging nicht davon aus, dass da überhaupt noch drei blaue drin waren, Dalu, nach unserer Rechnung. Nee, das wäre der größte Pechfaktor, den du haben könntest. Aber wie gesagt, du hättest mir nicht zugerufen, dass ich Mikkel confirmen soll, wenn ihr in einem Team seid. Jay, dann verstehst du aber auch. Außer Peter hätte das nicht gewusst. Dann verstehe ich auch. Nein, weil aus meiner Sicht weiß ich, dass ich liberal bin und einer von euch mindestens verschwindet. Das ist mir schon so klar, dass du nein gehen musst. Ich kann mir halt immer noch vorstellen, dass Peter Hitler ist. Ja, nein, und dann hättest du wirklich. Jay, versuch aber deine Gegenseite zu verstehen. Ja, ich verstehe deine Gegenseite. Das wäre die andere Möglichkeit. Natürlich. Aber das glaube ich nicht. Okay. So krass. Natürlich verstehe ich das. Ich glaube, wenn du Hitler wärst, hättest du sowas gar nicht reingerufen, weil du die Angst haben musst, mit Fascho zu treffen. Das wäre halt total bescheuert. Das wäre halt ein 50. Ja, genau, es wäre halt total bescheuert, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein Play das ganze Spiel entscheidet. Ja, aber ich mache ja keine bescheuerten Sachen. Lasst uns da nicht hängen, Jungs, und dann sind wir gleich durch. Da kommt das Rote. Was ist das jetzt für ein Spiel? Das wäre schön, wenn du uns so ist. Ach so, JB aus. Ich meine, da habe ich damit noch kein Problem, wenn ich nicht gewählt werde. Dann spielen wir bis zum Ende durch, ist auch gut. Das ist eindeutig. Nice und blau. Das ist ja schlechtes so anzunehmen. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Andy, best of. Das war das schlecht. Worst-Case-Szenario. So. Das war das Worst-Case-Szenario. Jetzt eine Wurst einfach. Also, wen nehmen wir jetzt ins Team auf? So. Das kann nicht wahr sein. Nee, das ist nämlich der, Alter, Jay ist nämlich so der Fascho und Chris, ja, Peter, Dalu und ich sind es. Oh, ja, Sepp hat so wie schon die ganze Zeit. Ich glaube, hab's gehört. Ja. Oder? Ich hab ja gesagt, so Jay muss dann irgendwas. Mann, ich hasse das Spiel! Okay. Ich krieg's aber nicht, Fascho. Jay, wenn du liberal bist, spiel einfach ganz normal weiter. Ich glaube, es geht nicht mehr so lange, dass du nochmal dran wärst. So, nee, geht auch nicht mehr. Jetzt habe ich aber die geile Wahl. Ich darf einen Präsidenten bestimmen. Wir nehmen Peter als Präsident. Lass mal weiter. Wieso mich als Präsi? Ja, oder nee, nimm Peter aber ruhig als Präsi. Weil, wieso? Wenn der kein Hitler ist, wenn der Hitler wäre angeblich, dann kann er ja trotzdem als Präsi spielen. Genau, Peter, ja, aber aus meiner Perspektive ist jeder wahrscheinlicher Hitler als ich. Ja, für sich selbst, klar. Ja, das ist aber von mir auch, Peter. Für uns alle anderen nicht, Peter. Und warum nicht? Weil du halt entweder Hitler bist oder liberal. Oder liberal. Sehe ich genauso wie Bram und Dalu. In welchem halt Szenario bin ich Hitler? Oh. Ich sehe halt den Einzug, dass ganz ehrlich, du, wenn du halt liberal bist, konntest, was Mikkel ist, aber das wäre halt, wie gesagt, zurück. Ganz ehrlich, Peter, sag mal, du bist liberal. Ja, Peter, bin ich, ja. Okay. So, und was spricht dagegen, dass du Präsident bist und wenn dich der Typ bescheißt, schießt du den ab? Ja, wenn ich jetzt Hitler wähle, ist das Spiel vorbei. Ja, aber das machst du nicht, Peter. Ja. Ich vertraue dir. Nee, dann wähl doch entweder mich oder Dalu. Moment, vertraut ihr euch? Ihr seid auch wahrscheinlicher bist. Hitler. Ja. Peter. Dann nimm Christian und er will Peter oder anders. Peter, vertraust du Christian als Präsident? Ja. Ihr beide habt gerade eine Rote gelegt. Ja, ich weiß, aber ich kann, Präsident, also die Wahl ist für mich immer noch Christian, Dalu oder Peter. Weil ich habe halt Pech gehabt, dass ich drei Rote gezogen habe. Ihr drei bleibt für mich meine liberalen Kollegen. Vor allem, weil jetzt auch Bram und Sepp gerade gegen dich geredet haben. Christian, ich habe nicht allein gegen Peter geschootet. Natürlich, Peter, du hast gesagt. Ich habe für Peter geschootet. Wir haben für Peter als geschootet. Präsident. Ich war aber einfach nur Bram hinterher. Nein, ganz wir sagen beide, du bist voll liberal. Du bist Fascho. Ja, Bram, ey. Peter ist, ich habe gesagt, Peter ist entweder liberal oder Hitler. Und wenn der aber liberal ist, dann soll er doch die Macht nutzen, einen abschießen zu können. Oh, die Achsel des Bösen wurde verbrüht. Es gibt keine Achsel. Ich war mit Sepp nie im Team. Der versucht das zwar die ganze Zeit, aber ich war mit dem nie im Team. Dann bist du ein Fascho. Für mich ist da Jay, Sepp und Mikkel. Weißt du, Bram, ganz toll nachgeredet, aber ist okay. Jetzt hast du mir auch noch das Nachreden nachgeredet. Ja. Okay, so, deswegen ich möchte mich als Präsident nehmen. Oder kann ich auch halt nicht nehmen? Peter, wie gesagt, ich traue dir zwar einigermaßen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du noch Hitler bist. Ja, ich bin nicht Hitler. Ich wäre lieber ihr macht Kanzler als Präsident.
Ja gut, ne, die Aussage. Wieso nicht Dalu Präsi? Ich kann's ich kann auch Präsi, man, das ist für mich kein Problem, aber ich würde lieber Christian wählen als dich, nur weil es dieses eine Szenario gibt, was wir halt besprochen haben, Peter. Es ist nicht so, dass ich dir dann nicht vertraue, aber ich will jetzt halt nicht den entscheidenden Move machen. Und darauf habe ich halt keine Lust. So, genau. Weißt du, was ich und damit mache? Will er sagen, der vertraut dir halt da auch nicht hundertprozentig. Genauso wie ich. Du spielst zwar super liberal, aber Peter, du musst sagen, dass die Chance da ist. Er hat doch nur gesagt, Christian soll Kanzler sein und mich wählen, oder nicht? Nee, nein. Kanzler. Ich Präsi, würde ich Christian wählen. Genau, und nicht dich, weil er dir halt auch nicht hundertprozentig vertraut, dass du nicht Hitler sein könntest. Es gibt halt dieses eine Szenario, das du gerufen hast, Confirm Mikkel, weil du als Hitler vielleicht nicht wusstest, was Mikkel ist, weißt du ja nicht. Und das ist einfach nur, das muss man halt wenigstens noch im Kopf behalten. Ja, für mich okay. bist du, eigentlich bist du für mich liberal. Ich habe ein anderes Angebot, was außerhalb von allen anderen liegt. Ihr vertraut euch ja alle gegenseitig nicht, aber keiner hat gesagt, dass entweder Bram oder ich Hitler sind, oder? Jetzt wird's aber dann zu riskant, ja? Können wir auf Würfel. Warum? Warum versucht Sepp mich eigentlich schon wieder aufs nein. einzubauen? Bram, es geht darum, dass Christian halt oder Bin Peter zwei kannst du Christian steht. Nicht einfach Präsi geben? 5. Von mir aus kann auch er Peter wählen, dann bin nee, ich aber nee, nicht nee. Schuld. Ich geb Sepp und Bram keine Macht. Ja, dann nicht. Als Präsident zumindest. Aber Peter, was können machen, ich finde, da können alle gegen mich reden. Ich habe da meine Meinung und ich kann euch zwischen Peter, Dalu oder Christian entscheiden. Ach so, ja, okay. Also oder ihr wählt halt gleich einfach auch, nein was oder was auch immer. Aber ja. Ich muss meine Sicht durch weiterspielen. Darf man, ich glaub, bei den Außerordentlichen durfte man jeden wählen, oder wie? Ja. Ey. Ja. Sind wir uns bei irgendeinem sicher, dass der wahrscheinlich auch nicht Präsi ist? Wenn du Präsi machst und ich Kanzler bin. Ja, so, also ich wäre auch, das wäre mir auch okay. Boah, aber Christian kann Hitler sein. Was ist denn, wenn warum nicht? Christian? Peter und Christian nicht. Die beiden Kandidaten Mikkel, seitdem Hitler sein ich Mikkel confirmed habe, ist Mikkel sehr ruhig. Das muss man auch sagen, ja. Also, ich bin allgemein ruhiger Mensch. Mikkel könnte auch Hitler sein. Alte Menschen. Du bist am Ende Mikkel. Theoretisch. Also, ihr könntet theoretisch auch mich wählen, wenn das zu unsicher ist. Also Mikkel ist ja auf jeden Fall, seitdem er überführt wurde, hat er nicht mehr groß jetzt was gesagt. Ja, okay, Bock, was soll er denn halt ich würde nicht Dalu wählen. Dalu könnte den Fascho confirmen, um selber quasi so safe zu sein, dass gut, wir denken, dann er wäre nicht Christian. Aber können wir Christian ist aber unsicherer als ich, finde ich. Ja, also wow, dann Peter. Wählen mich, wow. Peter. Dann wählen oh, wähl mich gewählt. Als Kanzler. Peter ist nicht sichtbar. Ich hab Peter will auf jeden Fall, dass er jetzt als Kanzler Peter gewählt. Das ist die Aussage. Ja, ich möchte jetzt aber, da ich die ganze Zeit gesagt habe, ich will nicht der Präsi sein, übernehme ich jetzt keine Verantwortung, wenn das Spiel vorbei ist. Dann wählen wir doch einfach nein. Und jetzt kannst du meinetwegen, Peter, jetzt kannst du meinetwegen Brammen, Sepp oder Mikkel wählen. Oder halt meinetwegen auch Dalu oder das sind jetzt alle. Aber dann kannst du schießen. Zur Not. Ja, da finde ich halt auch ja, aber wenn ich jetzt fucking Hitler wähle, dann ist das mir die Wahl. Ja, wen willst du denn wählen? Wer ist denn deine Meinung? Ja, das ist bei dem Punkt doch immer so. Das ist ja immer ich vertraue überhaupt niemandem. Das ist ja Teil des Spiels auch, glaube ich. Doch, Peter Gamble jetzt, wähl mich. Nein. Dann nicht. Also dann wähl nicht Dalu. Ich würde Bram oder mich wählen. Alter, ich will nicht mit Sepp in dem Team sein, ja? Nicht Christian. Ich würde Dennis wählen. Christian, kannst du nicht wählen. Bram, wir sind nicht, wir müssen nicht in einem Team sein. Ich glaube, ich wähle Jay. Kannst du nicht in einem Team sein. Du kannst Christian nicht wählen. Ich dachte, außer planmäßig kann man. Ich kann Präsident wählen, aber du musst trotzdem dann, das Kanzlerding, das muss halt verschoben werden. Also du musst halt der Peter, wie hoch ist denn das heißt, Christian kann ich auch nicht wählen? Dass ich Adolf ja, du willst mich doch eh nicht wählen. Ich will Christian auch nicht wählen. Hey, Christian will ich aber auch nicht wählen. Nimm Dalu. Also nicht als deswegen Kanzler. Ist in meiner Konstellation, also wenn du so spielst, wenn du mir vertraust. Peter, was habe ich dir getan? Ich habe dich verteidigt, ich habe dir dafür gesorgt, dass du Präsident wirst und ich will, dass du schießen kannst. Wir können auch Nein wählen, ja? Wir können einfach sagen, alles klar. Nein. Das wäre der schlechteste Move, den wir machen könnten. Ja, nein, wäre schlecht. Weil wir haben jetzt hier gerade als Liberalen nochmal die Chance, nochmal vernünftig eine blaue zu legen. Und wenn du jetzt da ein Nein kommst, dann hast du ja die Faschos oder was auch immer. Jay, wen würdest du als Kanzler wählen? Ja, aber wenn du einen Namen sagen wählen, würdest. Jay, wenn du einen Namen nennen würdest, wen würdest du als Kanzler nehmen? Nicht. Von meiner Konstellation her würde ich auf jeden Fall Dalu wählen, weil halt, aber da muss man halt mir glauben und dann ich weiß Bram ich halt nicht, ob man es macht. Ist okay, schon klar. Sepp und Bram
Na, so ein bisschen. Mikkel, der Dritte. Hey. Mikkel ist safe eine rote Karte. Ibims. Fedi ist die Karte. Ibims. Fedi ist die Sache. Weißt du, du kannst halt da auch, außer du forst ihn zwei blaue zu legen. Ja, das kann Mikkel, wen sollen wir denn wählen? Und Bram und Sepp und Dalu könnten sowohl Hitler sein, als auch dann auch einer der Faschos. Also ich würde ja und da kommt dann auch die rote. Da kannst du halt meinetwegen ne? schießen. Ja. Und für mich ist immer noch Dalu-Kart wegen seiner Sache ganz am Anfang mit Mikkel für mich liberal. Aber meinst du nicht, dass das auch ein Hitler-Move sein könnte, ein Fasche zu confirmen? Das wäre so ein Move, der würde zu Dalu so hart passen. Aber dann wäre es auch ein guter... Gegen mich, dann hat er dann auch ein guter Play, muss ich sagen. Dann hat Dalu wirklich gut verdient, gespielt. So nach dem Motto. Dann hat er es verdient, ja. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube es auch nicht, aber das wäre dann geil gewesen. Alle sind ganz ruhig, Moment, alle sind ganz ruhig. Das gefällt mir. Verstehe ich aber, Peter. Ich verstehe deine Herangehensweise, aber ich finde sie nicht gut. Ich wir haben jetzt verloren. Ja, ach Quatsch, ja. Ich bin dafür, dass ich jetzt gewählt werde. Das ist ja in Ordnung. Ja, natürlich bist du jetzt dafür, dass du gewählt wirst. Nein, oh Gott, macht doch gar keinen oh Sinn. Gott. Wüsst du nicht, wen wir sonst wählen sollten? Selbst wenn wir jetzt mit Nein um die Ecke gehen, haben wir immer noch das gleiche Problem, dass die Kanzler und Previous... Ich verstehe nicht, warum Peter ich nicht gewählt werde. Lassen. Ja, oder ich. Aber das ist würde das ja, guck mal, sagen, Sepp, ja. Bram und Mikkel sind doch voll ausgeschieden aus der Gruppe. Es sind doch drei. Ja, nur ist Jay ja, aber der andere. Das nicht. Und genau, Sepp. Jay ist der andere. Nee. Und Bram, nein. Okay, komm, Peter, wir haben die ganze Zeit ja, die gleichen try, Argumente, ne? Ey, du Wurst. Da ist klar. Aber bist du Hitler? Hitler? Da, da, da. Ja. Was? LOL! Schnall! Hä? Jawohl! Peter? Ah, nein. Yes! War so klar. Mikkel ist gut, mir oh. Nee, ich hab's sofort verstanden. Es hat total aber Sinn gemacht. Aber diesmal so gut. Hat total Sinn gemacht, Dalu. Das war in Ordnung. Das war nice von Dalu. Ja. Ja, das Dalu war nice von Dalu. Ich hatte echt kurz nice überlegt, play. Scheiße, was mache ich? Ich wusste eins ja nicht, dass nice er Fascho play. Ist. Von Skilligkeit her. Das stimmt, ja. Und dann, ja, Mikkel ist Fascho. Was soll ich tun? Mikkel, versteh das bitte, sorry. es war sehr logisch für mich in dem es Augenblick. Es war so gut, dass, keine Ahnung, Bram und Sepp nicht vertraut wurde. Ja. Ich verstehe nicht, warum. Weil ich ziemlich viel gelabert habe. Ja, dann, ich verstehe nicht, wieso Peter mir nicht geglaubt hat. Ja, Peter und Chris ein bisschen um meinen Finger. Ja, Bram, weil du mir nicht getraut hast. Eine Kacke. Nee, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn mehr gegeben. Wir haben dir doch vertraut. Gehen. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt die ganze Zeit gesagt, ihr wollt nicht, dass ich Kanzler werde. Ja, und es wäre viel klüger gewesen, wenn ich Kanzler geworden wäre. Was Peter, aus unserer Sicht hast du super liberal gespielt und wenn du Hitler wärst, würdest du doch super liberal spielen. Das musst ihr habt euch gegenseitig als Fascho bezeichnet. Nein, ich habe Bram nie als Fascho bezeichnet. Doch, hast du wohl. Nein. Ich habe gesagt, Bram, nein. Bram doch hat mich als Fascho betitelt. Ich habe immer gesagt, Jay ist der Fascho. Und ich habe immer hat gesagt, dich als Fascho Bram bezeichnet und dann hast du gesagt, Bram ist Fascho. Ich habe ja gesagt, genau Mikkel, so. Jay und Sepp. Das waren meine. Ihr habt euch Gruppe gegenseitig als Fascho bezeichnet. Was okay soll ich denn dann machen noch? Ich habe gesagt, das war mega. Du hast gesagt, Bram ist Fascho. Die Worte hast du gesagt, nachdem ja, Bram gesagt hat, als er mich einmal geforst hat. Ich ja, du hast aber gesagt, er wäre Fascho. Bram hatte die gleichen Argumente durchgehend wie ich. Er muss dem gleichen Team wie ich sein. Der durchgeht genau das gleiche Gelaber. Und dann bezeichnet ihr euch gegenseitig als Fascho. Wie man das so macht in einem Team. Ja, richtig. Ja, das war so halt geil, wie einfach Bram das einfach so komplett trocken gedroppt hat. Sepp ist Fascho. Ja, da war mir lachen das egal, weil ich verstehe halt nicht, wieso, da wieso Dalus Move, ja, ein Hitler-Move sein kann, aber deiner nicht rein theoretisch der auch hätte sein können. Dass du das nicht verstanden hast. Weil das viel logischer ist, so einen Hitler-Move zu machen, als den ich gemacht habe. Nee, weil sein, ich als Hitler konnte es doch gar nicht wissen, wer ist. Ja, aber ich als Hitler konnte ja, er doch auch nicht was als Hitler. Konnte es auch nicht wissen. Ich habe Mikkel confirmed und hab gesehen, scheiße. Der ja, das stimmt. Rote Karte. Das wusste ich ja, habe ja aber ja quasi das geforst, dass du Mikkel nehmen sollst. Warum sollte man als Hitler überhaupt jemanden forcen, jemanden zu confirmen? Das ergibt null Sinn als Hitler. Ja, das verstehe ich schon. Ja, aber das hätte auch dieser Missplay sein können. Ja. Und dann denke ich mir jetzt ja, als Liberaler... Ja, aber du gehst dann eher davon aus, dass Peter, ich Scheiße Peter baue. Was natürlich nee, auch aus meiner Perspektive Quatsch ja ist. Ja, aber ich hab doch gesagt, du bist und liberal. Und da bezeichnest du auch noch einen Liberalen als Fascho? Ja, wow, ich hab zwei also getroffen immerhin, ja? Ja. Wow. Jay Mikkel und Mikkel, die hatte ich Mikkel war raus auch echt hart schwer. Ja. Ja, aber die hatte ich auch raus. Ja, gut. Also, okay, die ganzen Liberalen, das war einfach alles in Shambles. Alles war in Scherben ich hatte einfach. In der Hand, das Dalu hat richtig geil gut gespielt. Ja. Der hat richtig gut gespielt. Ja. Mikkel hat auch richtig gut gespielt. Ich hab mich gut vor den Zug geworfen. Mikkel hat die erste Runde. Hast Mikkel du da eine blaue abgelegt, gut, Mikkel? Reagiert, ey. Das erklärt jetzt aber auch, warum ja, ich hatte eine blaue abgelegt. Ja. Das erklärt jetzt aber auch einfach, warum der die Klappe gehalten hat und sich nicht gewehrt hat.
Er hat einmal gesagt, oh, du laberst Scheiße. Das, das muss doch reichen. Das muss reichen. Okay. Komm, wenn mich der Führer blamet, ja, dann geh ich. Ja, da widerspricht man nicht, wenn der Führer was sagt. Ja. Schmeiß ich mich lachend vor ihn. Hast du einen Kali genommen und dann war es okay. Ach, das war eine sehr gute Runde. Lustige sehr Secret-Hitler-Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Runde. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.